What's up, guys? Und ein herzliches Willkommen hier zum letzten, zu unserer letzten Hotlap hier aus Abu Dhabi. Das letzte Rennen ist angebrochen heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht, weil es ist eine ziemlich komische Ausstellung heute, die es so noch nicht gab das ganze Jahr. Lasst kein Abo da, lasst kein Däumchen rum da. Morgen kommt dann das Race Recap Video, also, und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wir werden auch am Abend dann das letzte Rennen mit Kevin Magnussen fahren, also zum Adventkalender. Das Debüt gab es 2009. Die Länge einer Runde beträgt 5,5 Kilometer. Also, eigentlich fast schon Standard. Aber sie zieht sich halt ein bisschen. 55 Runden und ja, 21 Kurven. Das ist die kurvenreichste Strecke überhaupt. Ziemlich cool die Strecke, aber ein bisschen langweilig im Rennen an sich. 9 rechts, 12 links ist auch okay. 307 Kilometer Distanz ist eigentlich auch fast Standard, muss man sagen. Und die meisten Wins, da wird es ein bisschen interessant. Rosberg so als Ikone, weil er ja nicht mehr fährt, hat einen Win. Und Hamilton und Vettel teilen sich da den Platz als amtierende Könige von Bahrain. Vettel wird es nicht ausbauen können. Und ja, Hamilton, das wird auch noch spannend werden. Da werden wir uns nachher noch... Mein Tipp kommt auch noch, 2 DS-Zonen hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder United Arabian Emirates oder so. Und es geht in die letzte Kurve hier, das letzte Mal zur Hotlap. Ich bin ein bisschen traurig, lasst kein Däumchen rum da. Und ich bin wirklich, echt, es ist eine lange Season und viele, viele Wochenenden. Aber ich hoffe, ihr habt das wertgeschätzt. Ihr lasst hoffentlich ein Abo da, lasst ein Däumchen rum da. Oben rechts ist auch die Playlist. Die Kurve 1 ist ziemlich okay, in Ordnung, kann man sagen. Nur rechts darf man halt nicht zu weit über den Körb. Da innen schneidet man leicht an, rechts raus und kann man früh aufs Gas gehen mit einem guten Auto. Ich habe mir gedacht, Ferrari Fettlocks, dein letztes Rennen für Ferrari. Und ja, da wird es ein bisschen spannend da. Die Linkskurve geht, aber bei rechts verlierst du leicht das Heck, wenn das Setup nicht ganz stimmt. Links kannst du dich raustragen lassen und dann runterziehen in Kurve Nummer 5, 6 und 7, weil das wird alles in einem gefahren. Zack, zack, hier innen bleiben und dann die Kurve 7 ist tricky, die sieht man leider hier von der Ansicht nicht. Deswegen werden wir uns hier nochmal kurven. Das ist einfach, da kannst du auch rechts den Körper ein bisschen mehr mitnehmen und dann wird es tricky, weil da musst du richtig, richtig gut rausbeschleunigen und dann, das habe ich sogar geschafft, richtig gut, da kannst du ein bisschen den Körper zur Hilfe nehmen und dann ziehst du richtig lange, dann gibt es DS natürlich. Und dann ziehst du mal richtig einen halben, dreiviertel Kilometer Richtung Kurve Nummer 8. Nein, das ist 7, oder? 8? Irgend sowas. Kurve Nummer 8, ja genau. 8, 9, das ist auch eine ziemlich tricky, weil bei 9 wird das Heck ganz leicht. Also wirklich, da kannst du dich so leicht wegdrehen. Trotzdem hier gut rausgekommen. Und dann geht's in 10, das ist nur der Knick-Tack. Drehst sogar DRS auf. Und dann geht's zack, da kannst du eigentlich die ersten guten Überholmanöver machen, wenn du dich an der Langgeraden dran gepirscht hast, kannst du hier reinbremsen und dann in Kurve 11, 12 und 13 lässt sich eigentlich auch richtig Zeit gut machen, also hier 11, 12, die kannst du richtig fast gerade durchschneiden und dann kannst du hier links reinstechen in Kurve Nummer 14 und kannst dann wunderbar überholen. Das ist eine mega Strecke überhaupt, wenn man ein bisschen hinten fährt. Also für Vorderfahrende ist das nicht die beste Strecke und dann kommt so ein bisschen der tricky Part 15, 16, 17 und ja, da merkt man halt 15 und bei 16, ja, du merkst halt dann bei 17 schon, Halleluja, du fährst da 300 und musst dich einschleifen für die Rechtskurve. 18, 19, ja, unter diesem Tunnel durch, wunderschön hier alles, also auch bei Nacht sieht das wunderschön aus, 19. Und 20 ist ein bisschen tricky mit den Track Limits, weil, ja, ich bin da auch ein bisschen zu weit drüber gekommen, hat aber noch gezählt, also ich bin vom Gas gegangen, deswegen hat es da auch gezählt. Und dann kommt die 21er Kurve, da waren die Track Limits richtig groß, ich bin da auch nicht... Ich bin kein Risiko eingegangen, bin da ehrlich gesagt sehr konservativ, wie Hamilton gestern durchgefahren. Und das hat ihn aber leider dann nur den dritten Platz gebracht. Also wir werden dann natürlich noch reden, meine Prognose, wer heute das Rennen gewinnen wird. Ich bin ja fast pro Verstappen. Der hat nämlich auch gestern souverän, okay, souverän war es nicht, also es war sehr knapp. Die ersten drei Fahrer innerhalb einer Zehntel, Hamilton, Verstappen hat sich dann zu Pole rauskristallisiert, mega. Also wirklich seine erste Pole in diesem Jahr und überhaupt ein anderer Mann, Stroll war mal auf der Pole, aber sonst eigentlich keine großen Überraschungen. Immer Mercedes. Und da hat es wirklich mal Verstappen geschafft und mit Bottas und Hamilton eine komische erste Startreihe gemacht. Also so hat es eigentlich schon lange nicht mehr aus. Diesen Norris dann Bravo Racer 4, auch Albon Super 5, Sainz, Kwiat, Stroll, Gasly, ja, Perez leider vom 19. Platz, der hat dann eine Penalty bekommen, der hat den Motor getauscht. Ricciardo und Ocon ein bisschen enttäuscht, aber die waren das ganze Wochenende jetzt nicht so stark. Auch Vettel und Leclerc starten aus der gleichen Reihe, aber ich denke mal,
da war bei Leclerc, glaube ich, irgendwas drin, weil der hat es, glaube ich, ins Q3 geschafft. Also entweder hatten die da irgendwas getauscht oder so. Das kann sein, das habe ich nicht erfahren. Giovinazzi und Kimi auch von der gleichen Reihe. Russell wieder mal viel besser als Latifi. Und Fittipaldi hat es diesmal auch geschafft, aber ich weiß nicht, ob... Ja, Latifi hat das sicher geschlagen, aber die anderen zwei haben eine Strafe bekommen, denke ich mal. Also Magnussen und Perez werden eine Strafe bekommen haben. Und ja, mein Tipp fürs heutige Rennen, ich sag mal, Verstappen holt das souverän. Die Longruns am Freitag haben gut ausgesehen und ich kann mir gut vorstellen, dass der da die Pole holen kann, den Win holen kann. Und Lasca Gnabo da, ich sag Verstappen, Bottas, Hamilton. Also ich sag so wie es ist, geht's ins Ziel, außer wenn nicht viel passiert. Lasst ein Abo da, schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio, TikTok kommt auch jeden Tag ein neues Video. Also schaut da gerne vorbei, abonniert den Channel gerne. Vielen Dank fürs Zugucken, danke für euren Support in letzter Zeit und vielen Dank, dass ihr immer dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich nochmal bei einem Best-of wieder. Dankeschön, bis nächstes Jahr, wenn ihr keine Hotlaps mehr guckt. Wir sehen uns dann, wenn es weitergeht im März. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Ich bin amused, aber wir werden dann nochmal ein Facecam-Video machen und ciao.